Na, lieber Zuschauer, was geht ab? Es wird Zeit für mehr Sepp Terra Core. Sehr, sehr schön. Und ich will dir gleich was zeigen, weil ist mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen. Wir sehen natürlich, dass der Part hier ein bisschen heller ist als der hier. Ne? Einfach weil hier irgendwie Lichteffekt ist und so. Aber mir ist davor nicht aufgefallen, dass auch unsere Character Sprites heller und dunkler werden, wenn wir hier reinlaufen. Schau mal. Heller und dunkler. Cool, oder? Gefällt mir sehr gut. Ist mir irgendwie gar nicht so bewusst geworden. Geilomat. Ja, wir müssen noch ein kleines bisschen vorlesen. Aber wir haben es fast geschafft. Wir hatten ja hier mit den Tischen angefangen. Da sind wir hier einmal außen rum gegangen. Dann haben wir mit dem Typen gequatscht. Und ich muss mal direkt schauen. Das hatten wir, ne? Gemma der Dämon. Erinnere ich mich. Genau, ist nicht mehr viel übrig. Wir haben noch... komm mal her. Die beiden Bücher hier. Und dann hier noch ein bisschen was Kleines. Und hier rechts nicht mehr, ne? Ne. Und hier noch irgendwas Großes, glaube ich, war hier noch irgendwo. Genau, und dann haben wir es schon. Dann sind wir hier fertig. Meine Fresse, was für ein Ritt. Alte Manuskripte, Band Xi. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich in den Kommentaren aufgeregt haben, dass ich das Xi nenne und nicht 12 zum Beispiel. Ja, solche Leute gibt's ja immer. Gerade in den YouTube-Kommentaren, nicht wahr? Dogo, der Trickreiche. Der Halbgott Dogo ist eine der rätselhaftesten und hinterlistigsten Gestalten, welche die Sagen und Mythen kennen. Niemand weiß genau, wem die Loyalität dieses Wesens gilt. Seine düstere und doch kluge Seele bleibt außer dem Schöpfer allen anderen verborgen. Als Gemma den Engel Kyra in seiner geheimen Festung gefangen hielt, war es Dogo, der ihre Rettung ermöglichte. Er überredete den dämonischen Herrscher, Kyra zumindest eine Annehmlichkeit zuzugestehen, einen Spiegel. Sie könne ihn benutzen, sprach Dogo, um sich für ihren neuen Herrn schön zu machen. Gemma, gierig und lüstern wie er war, stimmte zu. Also schuf Dogo aus dem Chor selbst einen Spiegel und gab ihm den Engel. Kyra benutzte den Spiegel, um ihr Licht in den Himmel zu reflektieren und so die Sterne zu erschaffen. Als Marduk dieses Zeichen sah, folgte er dem hellsten der Sterne bis zu Gemmas verborgener Feste, wo er Kyra errettete und Gemma vernichtete. Verlassen mit Escape. Ja, der Text kam mir zumindest so ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube, die Geschichte haben wir von Aziz schon mal gehört, würde ich mal schätzen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier nicht schon vorgelesen habe. Und falls doch, dann, sorry. Hier ist nichts weiter. Blablabla. Ja, wenn ich hier klicke, dann geht's schon. Dann kommt's wieder klar. Antike Manuskripte, Band Xiv. Kyra, der Engel des Lichts. Von allen Engeln des Schöpfers ist es Kyra, der die größte Verehrung zuteil wird. Kyra trägt die Verantwortung für die Lichter von Tag und Nacht. Sie war so wunderbar anzuschauen, dass Gemma der Gefallene sie aus dem Himmelreich entführte und sie in seiner geheimen Festung Gehan zu verstecken suchte. Nach ihrer Rettung und nachdem ihr Licht wieder in die Welt hinausstrahlte, wurde Kyra Marduks Braut. An seiner Seite herrschte sie als Königin in der Stadt Babylon. Während dieser Zeit schenkte sie allen Völkern auf den Weltenschollen ihre heilenden und verjüngenden Kräfte. Verlassen mit Escape. Ja, die wunderschöne Kyra, die müsste ich normalerweise, warte ganz kurz. Ich müsste mal also ständig hier solche Karten hier benutzen, damit ich die alte immer ins Thumbnail klatschen kann für mehr Likes und mehr Views. Du weißt, wie das funktioniert. Die Lebenswissenschaften. Neue Theorien. In letzter Zeit haben sogenannte Wissenschaftler merkwürdige Theorien über das Leben auf Septerra in die Welt gesetzt. Sie lehnen die uralten Sagen vom Schöpfer, Marduk und Gemma ab und behaupten stattdessen, alles Leben sei durch stetige Entwicklung über Millionen von Jahren entstanden, angefangen bei einzelligen Organismen, die nach und nach durch den Konkurrenzkampf untereinander an Komplexität gewonnen hätten. Absurder noch, einige dieser Narren behaupten gar, der Mensch stamme vom niederen Helgak ab. Verlassen mit Escape? Ja, lächerlich sowas.
Gänzlich lächerlich. Schön. Gefällt mir. Als kleiner Seitenhieb oder als kleine Anspielung. Zwei noch, liebe Leute. Elementare und Halbgötter, Band I. Ach ja, natürlich. Wir haben noch einen vergessen von den Engeln. Thanatos. Der Tod ereilt letztendlich alle Kinder des Schöpfers in der Gestalt von Thanatos. Thanatos ist es, der den Lebensfunken gibt und wieder nimmt. Er ist das allgegenwärtige und furchterregende Gespenst, das zu jedem Tod erscheint, um unsere Seelen in die andere Welt zu geleiten. Thanatos gehorcht weder Marduk noch Gemma, ja nicht einmal dem Schöpfer. Nur seine ewige Liebe, Treue und Hingabe an Kyra lässt ihn seine Aufgabe verrichten und erlaubt es uns, nach einem erfüllten Leben endlich zur Ruhe zu kommen. Verlassen mit Escape. Was? Der arme Thanatos wurde gekockblockt von Gemma und macht weiterhin seine Arbeit. Naja gut, das sollte er sich vielleicht zweimal überlegen, nachdem Kyra geheiratet hat. Ah ja, schau mal. Von dem wissen wir noch gar nicht viel, ne? Der Schöpfer. Der Schöpfer ist die geheimnisvolle Macht, welche die Welt Septerra als überaus präzises, planetares Uhrwerk geschaffen hat. Im Zentrum dieser Welt erschuf er das Core, von dem viele glauben, es sei das Herzstück des Planeten, das auf ewig über die Schöpfung seines Herrn und Meisters wacht. Viele Gelehrte haben die jahrhundertealten Überlieferungen der Anhänger des Schöpfers studiert, um etwas über das Wesen dieses allmächtigen Gottes zu erfahren. Warum etwa erschuf er die Schlüssel, von denen es heißt, man könne mit ihnen eines Tages das Chor öffnen? Was verbirgt sich hinter dem sagenumwogenen Geschenk des Schöpfers, welches derjenige, dem es gelingt, mit dem Chor zu kommunizieren, erhalten soll? Marduk prophezeite einst, es sei die Gabe, mit der sich die Menschheit vor dem sicheren Untergang retten werde. Viele hingegen glauben, das Geschenk sei eine Prüfung für alle Menschen an jenem schicksalhaften Tag und dass der Schöpfer dann über uns alle richten wird, auf dass wir entweder in den infernalen Feuern der Gruben von Jannaak brennen mögen oder das himmlische Königreich erlangen. Ja, Jannaak. Habe ich das letzte Mal Jannaak ausgesprochen, als ich es noch nicht wusste. Wir sind durch, oder? Das haben wir schon gehabt, ne? Das war ja, genau, der Schöpfer. Und das hier war Thanatos, richtig? Genau, fertig durchgelesen, wunderschön. Coole Angelegenheit, aber bevor ich mich freue, muss ich ganz fix checken, wie weit die Aufnahme schon ist. Hab vergessen, mir den Timer zu stellen. So, wie erwähnt, Rendern dauert hier ein bisschen länger als üblich und deswegen muss ich da echt genau hingucken. So eine 40-Minuten-Folge kann ich mir nicht leisten. Hier hinterher. In der Bibliothek sind wir komplett durch, ne? In den ganzen Abschnitt. Wunderbar. Dann geht's jetzt bestimmt weiter. Ah, hier ist das Geräusch ein bisschen lauter. Kommt bestimmt von hier irgendwo. Verzeihung, ich muss auch hier durch. Willkommen im Regierungsgebäude von Wind City. Kann ich Ihnen helfen? Ja, die erinnert mich ein ganz kleines bisschen an die alte von Oni, an eins der ersten Levels, vielleicht Level 2 oder so. Die hat auch so was Ähnliches gesagt. Und die meinte dann auch so, Willkommen bei Musashi Manufacturing. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, daran erinnert mich das ein bisschen. Wahrscheinlich auch wegen den Icons. Weil Oni ja auch so ein bisschen Anime-Einflüsse hatte. Das heißt, hier können wir nicht machen. Gar nichts. Also, ich habe eigentlich gedacht, hier geht es eine übelste Action ab. Ja, dich hatten wir schon, ne? Komm, Guap. Ich habe nichts zu sagen. Hervorragend. Wie groß ist dieses Königreich eigentlich? Königreich? Wir sind ein eigenständiger Staatsstaat. Ja, Präsident Jugen. Jugen ist der Bösewicht, nicht wahr? Der scheinbar vor kurzem an die Macht gekommen ist. Und Bowman ist jetzt nicht mehr da und die Alte hat ja auch gesagt gehabt, die Kontakte zur leiblichen Garde, zur Garde der sieben Winde, wurde abgebrochen. Wo müssen wir jetzt lang? Hier haben wir alle schon abgekaspert, ne? Ich bin mir sehr sicher. Hier waren ja überall Geschäfte und sowas. Und, wir können ja mal rausgehen.
Wir können mal rausgehen, wir haben ja noch ein, zwei Orte. Aber vorher gucke ich mal auf die Mappe. Ja, wir haben ganz klar alles abgegrast. Jetzt bin ich ein bisschen verloren. Das Ding ist abgeschlossen, richtig? Lieber nochmal checken. Was sagst du immer, verschlossen? Oder abgeschlossen? Abgeschlossen. Genau, gut. sonst ist hier nichts, ne? Wind City und Reservoir haben wir ja nicht. Okay. Dann haben wir noch viele andere Orte. Wie zum Beispiel den Friedhof. Wir gehen erstmal zum Friedhof. Der ist am nächsten. Ich vermute mal, hier gibt es nichts Interessantes. Weil das ja der Pass ist über die Berge. Und ich erwarte hier irgendwie, dass wir hier nicht weiterkommen. Abgeschlossen. Ah, so ein Zufall aber auch. Da hätte ich ja nie mit gerechnet. Ja, wie gesagt, einfach nur, weil das, weil der Friedhof den Ort ein wenig teilt. Und ich erwarte irgendwie trotzdem Zombies. Ich erwarte immer, wenn ich auf einem Friedhof in einem Spiel bin, irgendwie Zombies oder Skelette. Und seitdem ich vor allem Sacred gespielt hatte, dieses Action-RPG von 2003, glaube ich, gucke ich immer, ob ich auf Grabsteinen was lesen kann, weil dort war das echt übertrieben viel. Ja, ich sehe hier nichts von Interesse. Nichts, wo ich überlegen könnte, das anklicken zu können. Wir gucken mal. Oh, hallo mein Freund, ich habe deine Sorte schon vermisst. Ich meine, wir hatten auch das Buch gelesen gehabt. Wie war das nochmal? Ach ja, so. Ich habe so lange nicht gekämpft. Dass ich gar nicht mehr weiß, was ich tun muss. Ich hatte übrigens gar nicht gesehen gehabt vorher, dass Guap hier so ein Messer drin hat. Das ist hier eingeklappt. Und kurz bevor er zuschlägt, klappt das Messer hier im 90-Grad-Winkel aus und dann kann er hier damit Schaden anrichten. Das ist also kein gewöhnlicher Stab, sondern eigentlich greift er mit dem Messer an. Hervorragend. Läuft. Zombies. Der macht bestimmt übelst langsam und dafür richtig fett Damage. So mag ich zumindest meine Zombies am liebsten. Ah. Okay. Also langsam ist er auf jeden Fall, aber... Oh. Boah, ich dachte ja schon, das wird jetzt ein mega übelst krasse Bosskampf. Und oh mein Gott, wenn er hier noch zwei Runden herankommt und dann haut er uns hier mit einem Schlag kaputt. Aber irgendwie... Ektoplasma. Was für eine Sauerei. Ja, sorry, das war ich. Cool. Das Blut frisst sich ins Gras wie eine Säure. Verrückt. Das ist schon eine bessere Einstellung, mit der kann ich mich schon mehr identifizieren. Ja, und mit dieser Einstellung natürlich auch. Lass mich hier das Säure rumlaufen, au. Ah. Das sind jetzt übrigens Diablo 1 Kriegergeräusche. Ja, diese komischen Bestien, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Die konnten Säure spucken und haben da immer so einen hässlichen Pool hinterlassen. Dann bin ich mal reingelaufen. In den Säurepool. Ja, okay. Überraschung, Überraschung. Wir kommen hier nicht weiter. Ach ja, und dass wir hier, dass das Blut wie Säure ist, hatten wir auch schon mal erfahren gehabt. An den Büchern da ganz rechts. Die in diesem kleinen Einzelraum waren. Stimmt ja. Ja, das haben wir schon mal ganz kurz gesehen gehabt, aber... Wer seid ihr? Vampirjäger oder Zombie-Töter? Weder noch? Was Zombies getötet haben wir noch nie, also. Wo kommst du denn her? Terra 2. Terra 2 ist voller obdachloser Müllfresser. Alter Schwede. Mhm. Du kleiner Bastard. Ja, finde ich mal schade, dass man hier Kinder nicht verprügeln kann in den meisten Spielen. Das wurde, mich manchmal sehr glücklich machen. Ja. Schön. Schön ins Gesicht. Ist ja auch nicht so, dass er gesagt hat, ja, wir kommen von einer anderen Schicht und hast du schon mal von Terra 2 gehört? Und dann hätte er gesagt, ja, Terra 2, Müllfresser. Und dann, ich bin von Terra 2 und oh, upsie. Sondern,
Hey, ich bin von dort. Dann bist du ein obdachloser Müllfresser. Sind viele Städte in der Nähe? Jenseits der Berge gibt's noch ein paar. Mhm, so ein Zufall aber auch. Womöglich auf der anderen Seite des Friedhofs. Führen die Rohre, die man hier überall sieht, Wasser? Genau. Das Reservoir im Norden versorgt den ganzen Ort. Ja, okay, das ist sehr schön. Wo finde ich die Heilige Garde? In Windcity, also im Norden. Die Staatsangelegenheiten erhitzen die Gemüter der Leute dort mit jedem Tag mehr. Okay. Hallo, ich bin Maya. Wie komme ich nach Wind City? Richtung Norden, aber seien Sie vorsichtig. Die Leute in Wind City bekriegen sich untereinander. Was? Warum das denn? Ich habe nichts zu sagen. Hervorragend. Auch irgendwo interessant, dass manchmal unsere Charaktere gar nichts dazu sagen. Kennen Sie einen gewissen Bowman? Also wir handeln im Moment nur mit Eugen und seinem Beamten. Bowman ist der Anführer der Heiligen Garde oben in Wind City, aber wenn man mit ihm handelt, hat man mit Eugen die längste Zeit Geschäfte gemacht. Na gut, das ist jetzt nicht so überraschend, wenn die beiden irgendwie Konkurrenten sind. Dich hatten wir noch nicht, ne? Doch, dich hatten wir gerade, nicht wahr? Mit sind den Rohren. Viele Städte in der oh. Sind viele Städte in der Nähe? Jenseits der Berge. Ja, doch, ich war jetzt gerade verwirrt. Verzeihung. Wie heißt diese Stadt? South Farm. Aber wir haben schon bessere Zeiten gesehen. Die Politik der nördlichen Stadt und die Gefahren des Friedhofs lassen uns kaum Luft zum Atmen. Friedhof? Ja, der Ort ist verflucht. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie zum Bildhauer. Er sprudelt quasi über von alten Geschichten. Womit verdienen die Leute in dieser Stadt ihr Geld? Wir züchten Hellgags auf den Farmen. Ach so, ich habe eigentlich gedacht, Landwirtschaft. Schade, aber gut. Können Sie mir sagen, wo ich die Garde der Sieben Winde finde? Sie meinen die Heilige Garde? Die finden Sie im Norden, in Wind City. Wir haben nur wenige Hellgags zu Hause. Auf Terra 3 leben viele große Tiere. Die Hellgags sind große Tiere, die wie Ballons durch die Luft fliegen. Wenn man sie dressiert, können sie als Arbeits-, Reit- oder Zugtiere für Transportschiffe benutzt werden. Wir verkaufen sie auf dem Weltbazar. Weltbazar? Oh, Weltbazar? Mit wem treiben Sie auf diesem Weltbazar Handel? Ankara und Jinnan von Terra 5 kaufen viele Hellgags. Einige ihrer Schiffsteile sind organisch und sie nehmen Hellgags dafür. Sie gehen allerdings nicht so weit wie die Erwählten, die ihre Schiffe komplett züchten. Dann haben Ankara und Jinnan also Schlachtschiffe. Oh ja, sie bekriegen sich gegenseitig mit ganzen Flotten. Also über die doppelten Leerzeichen, ich hasse das. Bin ich echt allergisch und empfindlich. Ich habe eigentlich gehofft, wir können jetzt hier die Leute mit denen auf die neuen Themen ansprechen. Schade. Vor allem der Weltbazar interessiert mich ja schon, von dem habe ich bisher noch nicht gehört gehabt. Ja, ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt gehabt, oder? Dass Ankara, also nicht Ankara, sondern Ankara die Welt von Sacred heißt. Ach Gott. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie? Ich schnitze Kunstwerke aus den Knochen der Hellgags. Ich musste gerade kotzen, sorry. Vor Glück natürlich. So ein Scheiß. Sehen Sie sich ruhig um. Knochen der Hellgags. Hellgag-Knochen. Gott, ich kann es nicht mal hören. Ja, hier gibt es das Übliche. Moment mal. Ist das hier Spezialgegenstand? Leere. Was ist denn eine Leere? Was sieht so aus? Wir haben hier die Waffe. Und? Warte, wir haben doch hier unten auch das Rätselgegenstände. Ja, also ich würde sagen, wir kaufen mal eine Leere, was auch immer es ist. Wir brauchen es mit Sicherheit. Sehen Sie sich ruhig um. Ah, erstmal klauen. So, ist fein. Vielen Dank. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, danke. Jetzt haben wir auch genug Geld, ne? Hatten wir das vorher auch schon genug? Ich hoffe nicht. Da würde ich mich umso mehr freuen, wenn wir erst ihr das Geld klauen, um dann das Zeug zu kaufen. Katsching. Leere Säureflasche. Alter, ich habe keine Ahnung,
was wir mit einer leeren Säureflasche wollen würden. Also mir fällt partout nicht ein, wie das nützlich sein könnte. Dir etwa, lieber Zuschauer. Also mir nicht. Und ich werde auch erstmal eine Pause machen und das Folgenende, weil ich mir dringend mega doll überlegen muss, was ich damit mache. Also vielen Dank fürs Zusehen. Und bis in die nächste Folge. Ciao.